Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es ist endlich wieder Zeit für einen weiteren Vorbericht, denn übermorgen am Sonntag um 13.30 Uhr spielen wir auswärts in Gelsenkirchen in der Weltdienstarena gegen Schalke 04. Pal Dardai hat gesagt, es ist ein Schicksalsspiel und ich würde mich da anschließen. Mit einem Sieg können wir uns weiter befreien, mit einem Sieg können wir weiter uns in die obere Tabellenhälfte einarbeiten. Bei einer Niederlage allerdings werden wir selbst von Schalke 04 wieder überholt. Das heißt, es ist ein wichtiges Spiel, ein Spiel zweier absolute Traditionsvereine. Die Stimmung in der Weltdienstarena, die wird natürlich wieder mega Weltklasse sein, so wie immer. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zum heutigen Vorbericht. Ich möchte natürlich über unsere Gegner, über Schalke 04 sprechen. Ich möchte über eine mögliche Aufstellung von Hertha BSC sprechen und abschließend noch eine Prediction abgeben. Verlieren wir zu viel Zeit. Und fangen wir erstmal an und sprechen über Schalke 04. Ja, aktuell sieht es ja alles andere als gut aus bei Schalke 04. Momentan steht man auf dem 16. Platz der zweiten Fußball-Bundesliga und man hat nur 7 Punkte. Die letzten zwei Spiele gingen verloren. Gegen Magdeburg vor 3 Spielen hat man noch mal einmal zu Hause gewonnen. Aber trotzdem, die Formkurve zeigt nach unten. Aus den letzten 6 Zweitligaspielen konnte Schalke 04 nur 4 Punkte holen. Einmal auswärts gegen Wien Wiesbaden und einmal zu Hause gegen Magdeburg. Aber gegen Braunschweig, Holstein Kiel, St. Pauli und Paderborn hagelte es deftige Niederlagen. Vor allen Dingen die Niederlage gegen St. Pauli hat massive Defizite gezeigt. Deshalb hat Schalke 04 den Trainer gewechselt. Vor gut einer Woche hat Schalke 04 den neuen Trainer angestellt bzw. Thomas Reis rausgeschmissen und erneut Matthias Kreuzer als Interimstrainer eingestellt. Ich denke, bei einigen von euch dürfte es klingen, denn Matthias Kreuzer hat bereits das Spiel in der letzten Saison, in der Hinrunde, nachdem Frank Kramer rausgeschmissen wurde, bei Hertha BSC geleitet. Das heißt, wir treffen bereits ein zweites Mal auf Kreuzer als Trainer. Und wenn man über Schalke 04 spricht, dann muss man darüber sprechen, dass Schalke ganz klar unter ihren Erwartungen spielt. Ehrlicherweise, ich hatte Schalke am Anfang der Saison auf den ersten Platz getippt. Ich dachte, dass die durch die ganze zweite Liga durchmarschieren, aber irgendwie ist dem nicht so. Es sieht momentan nach Abschließkampf aus, denn bald ist ein Viertel der Saison schon vorbei. Und wenn man über den Kader von Schalke spricht, dann muss man über zwei Spieler sprechen, die auffallen. Einmal der eher auffälligste Spieler und der aufstrebendste Spieler bei Schalke 04, das ist Asan Ouattara-Dogo. Ein sehr interessantes Talent. Ich denke auch mit seinen 17 Jahren als Stammspieler bei Schalke 04 zu spielen und dann diese überragende Technik zu haben, das ist wirklich schon bereits ein großer Erfolg und wahrscheinlich sogar eines der größten Talente momentan bei Schalke 04. Und er ist ein Spieler, der mir bei den Spielen von Schalke immer wieder aufgefallen ist. Er macht die Mannschaft wenigstens etwas unberechenbar, denn Schalke war in den letzten Spielen offensiv wirklich harmlos. Man hat es nicht geschafft, offensiv verschiedene Variationen zu haben, wirklich mal unberechenbare Angriffe durchzuführen, sondern meistens wurden die Angriffe unsauber ausgespielt. Die Offensive war auf einigen Positionen einfach harmlos. Ein wirklicher Knipser hat gefehlt. Terodde war zuletzt verletzt, aber Sebastian Polter konnte diese Rolle nicht perfekt ausfüllen und diese Offensive stimmte einfach nicht. Und gleichzeitig stimmt bei Schalke die Defensive auch nicht. Teilweise sind in den letzten Spielen einfach große Lücken entstanden in der Defensive. Das Mittelfeld hat nicht wirklich funktioniert. Schallenberg, der ja eigentlich der Königstransfer von Schalke 04 war, spielt gerade komplett unter seinen Möglichkeiten. Und man merkt, dass die komplette Mannschaft, inklusive Offensive und Defensive, einfach in ein absolutes Formloch geraten ist. Drumherum immer diese Nebengeräusche von der Bild oder von sämtlichen anderen Zeitungen, die einfach darüber sprechen, dass das Team sich wohl in Grüppchen aufgeteilt hat und dass eigentlich Schalke gerade irgendwie in sich zusammenfällt. Die einzigen Spieler, die halbwegs Leistung zeigen, sind Ouattara Gogo oder Merkin, der ist mir noch aufgefallen. Der Neuzugang, der aus den Niederlanden gekommen ist, Derry John Merkin, der macht wirklich einen guten Job, gefällt mir sehr, das ist ein sehr, sehr guter Transfer von Schalke. Ich finde, der spielt wirklich gut, aber ansonsten Paul Seguin, Timo Baumgartel, Ron Schallenberg, Lino Tempelmann. Das sind eigentlich auf dem Papier richtig gute Transfers, wo ich gesagt habe, ey, top Arbeit von Schalke. Aber alle spielen derzeit komplett unter ihren Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, ich sitze als Hertha-Fan und wir treffen auswärts auf Schalke 04 in der Weltdienstarena. Und irgendwie habe ich die Erwartung an Hertha, dass wir 3 Punkte holen. Und das müssen wir eigentlich auch. Gucken wir mal auf die Bilanz gegen Schalke 04. Wir sind bereits in 91 Spielen auf Schalke 04 getroffen. 43 Mal hat Schalke gewonnen. 16 Mal gab es einen Unentschieden. 32 Mal hat Hertha BSC gewonnen. Das heißt, es gilt, diese Bilanz halbwegs wieder zu verbessern. Die letzten Spiele gegen Schalke 04, ja, das war letzte Saison zum einen ein 5:2. Das war im April letzten Jahres. Das war das Endspiel von Sandro Schwarz.
Und puh, ich weiß noch ganz genau, das war ein wirklicher Bruch. Ich war damals in Gelsenkirchen und dieses Spiel hat wirklich wehgetan. Und ich freue mich irgendwie nicht so ganz, wenn ich dieses Spiel in der Hand habe, morgen am Sonntag nach Gelsenkirchen zu fahren. Alter Schwede, das wird wieder eine sehr, sehr schöne Auswärtsfahrt, aber ich freue mich denn doch schon auf Sonntag. Ja, in der Hinrunde gegen Schalke gab es, wie gesagt, ein 2 zu 1 und auch damals war Trainer Matthias Kreuzer. Von daher hoffen wir, dass er uns irgendwie wieder Glück bringt und dass wir dieses Spiel auf unsere Seite ziehen können. Pal Dardai hat auch auf der Pressekonferenz über das Spiel gegen Schalke 04 gesprochen und er sagt auch ganz klar, dass es eine schwere Partie wird, aber dass es auch eine Schicksalspartie wird. Bei einem Sieg stehen uns viele Möglichkeiten offen. Pal Dardai hat auch seinen Plan aufgezeigt und sagt, dass er gegen Schalke einen Punkt einplant. Ich bin gespannt, ob es Realität wird. Wir müssen auf jeden Fall am Sonntag Aggressivität zeigen. Wenn wir gegen Schalke dagegenhalten müssen, dann müssen wir Aggressivität sein. Denn ganz ehrlich, Schalke ist eine wuchtige Mannschaft. Das sage ich immer wieder gerne, aber es stimmt. Schalke ist ein Kämpferteam eigentlich. Zumindest auch die Arena, die das ganze Team anfeuern kann. Ich sage es immer wieder, die Veltins-Arena ist stimmungstechnisch mit eines der besten Stadien in Deutschland. Es ist so eng, es ist gefühlt eine halbe Tonhalle. Und die Stimmung da, du hörst als Gästefan im Oberring gar nicht die Gästefans im Unterring. Deshalb müssen wir es schaffen, das Spiel bereits früh auf unsere Seite zu ziehen. Die Zweikämpfe früh gewinnen, die zweiten Bälle gewinnen, das ist sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch offensiv unsere Chancen effektiv nutzen. Haris Tabakovic heute auch bei der Pressekonferenz anwesend. Er ist natürlich der Mann, der alles einleiten kann. Ich finde ja sowieso, Tabakovic ist ein super Stürmer, ist ein richtiger Stoßstürmer, wie er im Buche steht, was er mit dem Ball kann, wie er den Ball behaupten kann, sogar teilweise weiterleiten kann. Er wird der Schlüsselspieler für das Spiel gegen Schalke 04. Aber er sagt auch ganz klar, wir sind eine Mannschaft, das bedeutet, dass alle auf dem Platz an einem Strang ziehen müssen. Ansonsten klappt das nicht. Schalke ist ein Team. Ja, die stehen jetzt auf dem 16. Platz, aber trotzdem, die haben für jede Position, das sagt auch Pal Dardai, einen Spieler, der gehobenes Niveau hat. Die haben eigentlich ein gut besetztes Mittelfeld, wenn man sich die Namen anschaut. Die haben eigentlich eine gut besetzte Verteidigung. Sie haben gute Außenverteidiger. Uwe Jan Mörken und ja, den Rechtsverteidiger, gut, der ist nicht ganz so gut, aber er ist auch komplett solide. Und als Stürmer haben die Terodde. Das ist doch Zweitliga-Torschützen, Sieger, Legende, was auch immer. Von daher ist das Team gar nicht schlecht und wir müssen dagegen halten. Und ich denke auch, dass bei Schalke richtig viel Druck auf dem Kessel ist. Und richtig viel Druck heißt entweder, dass die Mannschaft darunter aufblühen kann oder dass sie komplett untergeht. Und ich sag's so, wie es ist, in dieser Arena, in dieser Veltins-Arena, da kann immer etwas entstehen. Und deshalb wird es ein sehr gefährliches Spiel und es wird schwer, Punkte mitzunehmen. Das ist so ein bisschen meine Prediction, die das ganze Spiel angeht. Ich habe Respekt davor, aber ich bin bei besserer Laune, als ich letztes Jahr nach Gelsenkirchen gedüst bin. Kommen wir mal zu einer möglichen Aufstellung. Ich habe mich mal rangesetzt und habe nach einer möglichen Aufstellung rumgeschaut. Natürlich habe ich da auch ein bisschen auf das St. Pauli-Spiel geschaut und so ein bisschen geguckt, was mir nicht gefallen hat. Zum einen hat mir nicht gefallen, dass wir einfach kein spielstarkes Mittelfeld hatten. Durch den Ausfall von Palko Dardai fehlt uns offensiv so wirklich die Spielstärke, die Spielintelligenz, jemand, der das Spiel lesen kann und der mit Übersicht zum Beispiel gute Bälle spielen kann. Das war Palko Dardai. Er war zwar immer ja unauffällig, aber trotzdem war er ein Spieler, der immer Gegenspieler gebunden hat, der Laufwege ja, immer richtig gut gesetzt hat und der zudem gute Pässe spielen kann. Er fehlt uns. Und deshalb würde ich im Mittelfeld etwas umstrukturieren. Denn mit zwei defensiven Sechsern, Martin und Bouchalakis, und einem Prewljak klappt das nicht. Es klafft eine Riesenlücke im Mittelfeld. Und das war das Problem gegen Pauli. Wir haben es im Mittelfeld irgendwie so verloren. Offensiv haben unsere Offensivspieler Fabian, Tabakovic, Winkler einfach keine Bälle bekommen. Und wichtig gegen Schalke wird es sein, diese Lücke zu schließen, das Mittelfeld spielstärker zu gestalten, sodass wir das Offensiv unsere Räume und unsere Möglichkeiten nutzen können, um unsere Spieler anzuspielen. Damit die Spieler auch die Chance haben, Bälle zu behaupten, Flanken zu schlagen und Situationen zu kreieren. Von daher wünsche ich mir folgende Aufstellung. Tabakovic würde ich in den Sturm stellen. Reese, Prewljak und Winkler dahinter. Ich habe mich erneut für Prewljak entschieden, denn ich glaube, er ist ein Spieler, der uns durchaus unberechenbarer machen kann. Aber Prewljak als hängende Spitze, das bringt doch einige Probleme mit sich. Er ist langsam, weniger agil, hat nicht das Auge für den Mitspieler. Aber er hat einen guten Abschluss und er braucht die Räume und da müssen die Mitspieler definitiv helfen. Ich würde gerne auf die Doppel-6 ein bisschen umstrukturieren. Ich würde Martin Dardai auf die Bank setzen. Die letzten Auftritte haben mir nicht gut gefallen. Er hat ein gutes Auge, aber in den letzten Spielen, finde ich, war das einfach nicht das, was ich von Martin Dardai kenne. Ich würde ihn gerne einfach mal ein Spiel auf die Bank setzen. Ich weiß,
Pal ist der Trainer und Pal wird sicherlich nicht Martin auf die Bank setzen, aber wäre es meine Aufstellung, würde ich Martin auf die Bank setzen, Kabrovnik von der Rechtsverteidigerposition in das Mittelfeld verschieben und Seefürth auf die rechte Seite stellen. Das wäre mein Wunsch. Kabrovnik macht das Mittelfeld, sage ich mal, etwas unberechenbarer. Er bringt Tempo mit, er kann viel mehr nach vorne arbeiten, er hat den Raum vorne, hinten hat er noch Absicherung. Ich finde, das wäre für ihn mal eine Position, wo ich ihn gerne austesten würde. Man kann natürlich auch Duziak für Kabrovnik wieder tauschen, das ist eben das Geile. Wir haben so polyvalente Spieler, die können alle überall spielen. Aber Seefürth hat sich für mich nach dem Spiel in Düsseldorf eigentlich auch mal wieder einen Einsatz verdient. Und ich würde ihn gerne in diesem Team, in diesem eher funktionierenderen Team, wirklich mal sehen. Ansonsten, Defensive bleibt gleich, Kempf, Leistner, Ernst, alles wie immer. Das wäre meine Aufstellung für das Spiel gegen Schalke 04. Kommen wir mal zu den Ausfällen. Bei Schalke fallen Ralf Fährmann, Marius Müller, Leo Greimel und Danny Latzer aus. Bei Hertha Marius Gersbeck, August Rochel, Linus Gechter, Palko Dardai und Ibrahim Masa. Das sind die Ausfälle. Terodde ist wieder fit geworden. Ich glaube, bei Ralf Fährmann reicht es einfach noch nicht. Mal gucken. Wie gesagt, Schalke, interessantes Team, interessanter Gegner. Eigentlich wäre das das Topspiel der zweiten Liga. Aber unsere Stadtnachbarn aus Köpenick meinen ja unbedingt am Samstag gegen Dortmund spielen zu müssen. Naja, soviel erstmal dazu. Kommen wir zu meiner Prediction. Ich predikte für das Spiel gegen Schalke 04 ein 1:3. Mal gucken, ich bin optimistisch. Ein 3:1 Sieg damit für Hertha BSC. Es wäre bitter nötig. Für die Tabellenlage, für die Entspannung, für die Arbeit weiterhin. Es wäre so verdammt wichtig. Der Gästeblock ist ausverkauft. Ich bin natürlich wieder mal dabei. Das ist jetzt, glaube ich, mein 8. Auswärtsspiel oder so die Saison. Ich glaube, wenn es so weitergeht, bin ich wirklich bei jedem Spiel dabei. Mal gucken, was noch folgt. Aber ich bin wieder dabei. Wenn alles gut läuft, gibt es natürlich wieder einen Stadionblock von mir, einen kurzen Stadionblock. Das heißt, abonniert ganz gerne diesen Kanal, um in Zukunft nichts zu verpassen. Auch gerne die Analyse, denn am Montag schaut gerne rein. Like gerne dieses Video. Wir sehen uns. Schönen Tag euch noch. Und tschüss. The stains will always show.